come on, let's go. Rock die Show mit mir on cut, denn wir gehen nach wie vor ein auf den Sack, denn wir sind das, was ihr Hottentotten gerne wärt, aber wer von euch nimmt sich die Zeit und trainiert fleißig weiter? Keiner, ich sehe, ihr scheitert an euch selber, die Idioten. Ich schreit voran, weil ich meine Propaganda übers Netz verbreiten kann. Signaler! Und irgendwann da kommt der Tag, da bietet mir jemand den Vertrag für ein Kollabo mit einem Label, ja. Dann hab ich einen Soundproduzenten, der mich supportet, unterstützt, und was soll ich sagen, der mir Beats produziert, die zu mir passen. Ja, ja, was soll ich dazu sagen, ich mach alle Massen klar. Dirty Style, Hackebeil Flow, ich komm so oder so auf Platz 1, ihr werdet sehen, denn ich schreite voran und ich lass mich nicht stoppen, jedenfalls nicht von euch und euren dummen Kommentaren, ja, ich mach euch in den nächsten paar Jahren klar, dass es um mich herum keine Ausweichstrecken gibt, nein, Mann. Man muss mich mitnehmen, man muss mich ernst nehmen, denn ich werd alle Nerds, die denken, dass sie krass sind, ja, werde ich ins Boxhorn jagen und ihnen beweisen, dass sie große Fresse haben, aber nichts leisten, denn TPO trainiert wie ein Irrer und schreitet immer höher. Stufe für Stufe, Sprosse für Sprosse, die Leiter des Erfolgs, Genosse, ist inzwischen mein Freund und ich werde immer besser, fast gut aufgekommen, der Messerschredder, und ihr werdet besser, besten DBO, ich mach auf Chef, DBO, Dirty B1, ich mach auf Chef, Mutterficker, was willst du dagegen tun? Ich weiß eins ganz, ganz genau. Es ist kein Zufall, wenn man was wird, aber es wird nichts, wenn man zufällig rappt. Alle halten sich für Busta Rhymes, doch die Bastarde rhymen schlechter als unser eins. Was, was? Ich geb mir doch Mühe, wer will mir unterstellen, dass ich es noch immer nicht bringe, denn ich bin schon nicht nur am Ansatz, sondern fortgeschrittenerweise liefer ich inzwischen Tracks, die hörbar sind und die ankommen bei den Leuten, auch wenn sie nicht bei so vielen ankommen, aber das ist doch normal bei Untergrundrap, denn ich frage euch, bevor Agro Mainstream wurde, wie viel hatten da wohl King Cool, Savage, Rhyme Assignment Tapes, FDS, die Sekte, ja? Wer checkte denn das alles ab, vor es unterging? Es wurde Kommerz und ging kaputt, deswegen mach ich gleich solo mein Ding. Ich guck gar nicht erst weiter, ich brauch nur ein Studio, ein Label, das mich supportet und unter Vertrag nimmt. Mehr brauch ich einfach nicht, fünf dich einfach selber, weil du ein Wimp bist.